Das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein, Jonas. Wegen dir ist das Video abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt, weil meine Apple Watch gesagt hat, es läuft noch. Aber vielleicht wird es jetzt besser. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Theresa und diese süße, freche Maus hier ist die Phoebe. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Vielleicht kann man schon so ein bisschen erkennen, um was es heute geht. Und zwar geht es mal wieder um das Thema Futter, aber diesmal um Leckerlis und Snacks und Nagelsachen bzw. die Lieblingsdinge von Phoebe. Und zwar fange ich mal mit den absolut Lieblingsleckerlis an, womit wir am liebsten trainieren. Hallo? Was wir eigentlich immer unterwegs dabei haben oder ihr ab und zu mal als Belohnung geben oder einfach auch nur mal so einen kleinen Snack, haben wir jetzt mittlerweile so die besten Dinge, die Phoebe immer gerne frisst, gefunden, weil wir haben ja schon sehr viel ausprobiert, weil ich natürlich im Hundeladen am liebsten alles kaufen könnte. Wir wissen ja, dass Phoebe sehr schleckig ist und nicht alles frisst und vor allem auch Sachen gerne mal frisst und dann die Woche drauf nicht mehr frisst. Da fangen wir einfach mal mit dem Besten an. Also alles, was so mit Hähnchen zu tun hat, liebt sie, gell? Mama, sitz. Hui. Willst du Pfötchen? Oh, klasse. Also das sind hier einfach so getrocknete Hähnchenfilets. Ich weiß, das ist jetzt nicht nur Hähnchenfilet, das ist einfach so ein gemixtes Zeug. Wir haben extra drauf geschaut, dass eben nicht so viel Zusatzstoffe drin sind. Das kann man ganz gut vertreten, also es ist fast 100% Filet. Mach mal Männchen. Oh, super süß. Wir zerteilen das eigentlich immer ganz praktisch und klein, damit wir das halt als Leckerlis auch verwenden können, nicht nur als kleinen Snack, damit Phoebe ja auch nicht dick wird, gell? Gute Empfehlung von uns. Phoebe frisst es immer, Phoebe frisst es gern. Gibt es, wie gesagt, bei uns auch immer im Haus und auch unterwegs. Wenn sie das nicht frisst, dann stimmt irgendwas nicht. Dann haben wir vor allem nochmal zum Unterwegssein und Trainieren und kleine Übungssachen. Da haben wir das Ganze. Das ist eigentlich im Endeffekt genau dasselbe. Das gibt es auch noch größer, aber wir haben natürlich einen kleinen Hund. Dann gibt es das hier nämlich als Mini-Stückchen. Und da haben wir jetzt aktuell zwei Ente. Das wollte ich einfach mal testen und das mag sie auch sehr, sehr gerne tatsächlich. Und die gibt es aber auch als Hühnchen. Da haben wir die eigentlich auch. Dreh dich. Hui. Jetzt seht ihr auch mal, was Phoebe alles kann. Platz. Down. Super. Also diese kleinen Filetstückchen sind eigentlich auch immer vorhanden. Und hier steht auch drauf 100% Ente. Und es ist auch 100% Ente drin. Super empfehlenswert. Mama, High Five. Ja, klasse. Aber dann kommen wir nochmal zu dem allerbesten Leckerli für Phoebe. Und da muss ich sagen, das ist auch wirklich was ganz, ganz Besonderes und auch wirklich mit das Beste, was man dem Hund eigentlich geben kann. Das sind die luftgetrockneten Dinge. Ja, das riecht gut, gell? Das Leckerste für Phoebe sind die Hühnerherzen luftgetrocknet und das gibt es aber auch nur ab und zu, wenn ich mal gute Laune habe. Somit das teuerste Leckerli, was man kaufen kann, denn hier kosten zumindest bei uns 40 Gramm einfach 4 Euro. Aber es ist was ganz, ganz Tolles. Mit gutem Gewissen kann man das ab und zu mal verfälschen, gell? Und Phoebe geht voll drauf ab. Also gerade wenn ich Phoebe oder wir Phoebe mal bei meinen Eltern alleine lassen, das ist ja gerade so ein Thema, was wir mal üben, gebe ich das gerne mit. Und was soll ich sagen, Phoebe hat gar nicht bemerkt, dass wir gegangen sind. Also das ist wirklich was Tolles, gell? Da machst du alles für, gell? Platz. Super. Kriegst ein Herzchen. Deshalb gibt es halt nicht immer und nur ab und zu. Ja, mit den Leckerlis sind wir jetzt durch. Und jetzt kommen wir mal hier zu dieser Wundertüte. Denn hier sind die Nagelsachen von Phoebe drin. Einfach diese länger beschäftigten Artikel. Und da haben wir natürlich auch schon einiges ausprobiert und auch viele Dinge gehabt, die sie nicht so toll findet. Und wie ich es ja schon auch öfters mal gesagt habe, ist Phoebe sehr kauffaul. Da würde mich jetzt schon mal interessieren, wenn ihr in die Kommentare mal schreiben könntet, was eure Hunde am liebsten nagen. Also vor allem, wobei eure Hunde am längsten oder länger beschäftigt sind. Vor allem zum Beispiel, wenn Phoebe mal alleine ist, dass sie da ein bisschen was zu nagen hat. Und vor allem jetzt auch, wenn ich sie im Büro habe, mal mitnehme. Da finde ich es natürlich auch toll, wenn ich ab und zu ihr mal was gebe, wo sie ein bisschen länger beschäftigt ist und auch Ruhe gibt. Wir haben in Stuttgart einen ganz, ganz tollen Laden und der hat nämlich eine super Auswahl, was so gerade Nagelsachen angeht und Leckerlis und überhaupt. Da gibt es so eine riesen Theke, da kann man für den Hund seine eigene Snacktüte machen, so wie ich es hier auch schon gemacht habe. Und wir sind da jetzt auf was gestoßen, was Phoebe sehr, sehr gerne mag und auch ich super toll finde. Ich kenne
ist schon von früher, dass es diese Ochsenzimmer gibt und auch irgendwelche anderen Dinge, die wirklich unglaublich stinken und man eigentlich nur im Garten dem Hund geben kann. Und das hatten wir natürlich auch und auch viel vom Lamm, so Lammpansen und sowas, also oder Ohren. Und das mag Phoebe irgendwie gar nicht und finde ich auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, stinken die Sachen ganz dolle. Und wir haben da jetzt ein Ochsenzimmer gefunden, den Phoebe toll findet. Dieser Ochsenzimmer ist nämlich luftgetrocknet. Ja, findest du gut, gell? Und das ist nämlich eben für Phoebe viel, viel interessanter, weil es nicht ganz so fest ist. Und wir hatten jetzt die Situation, dass Phoebe tatsächlich ein Leben mal fast am Stück durchgeflasht wird hat. Und das gab es eigentlich noch nie. Die ist eher so zur Hälfte mal beschäftigt, dann liegt er mal blöd rum. Aber möchtest du die? Ach so! Ja. Willst du dich jetzt haben? Obwohl, du bist schon lieb gerade. Haben? Und tschüss. Ja genau, das ist eben gerade eine ganz, ganz tolle Sache für Phoebe. Ich mag sie und ist, wie gesagt, schon echt ein bisschen damit beschäftigt, also locker so 20 Minuten. Wir haben auch früher ganz, ganz oft eben diese, das kennt bestimmt jeder von euch, diese Herzen, die es überall zu kaufen gibt, was nur so mit Hühnerfilet umwickelt ist und da drin ist eben Rinderhaut. Die liebt Phoebe an sich schon, hat sie auch oft bekommen, weil sie sie eben so gerne mag. Aber mit längerer Beschäftigung damit haben wir ja eben jetzt auch erfahren, dass diese Rinderkopfhaut oder Rinderhaut nicht so toll ist. Und auch in dem ganzen Zeugs, je nachdem wie die Qualität ist, auch ein bisschen Abfall drin ist. Und deswegen sind wir da ein bisschen davon weg. Wir haben tatsächlich nochmal was von diesen typischen Sachen hier in der Tüte, dieses Croissant. Und das war so ein bisschen Fehlkauf, weil der viel zu hart für Phoebe ist, für ihren kleinen Hund. Aber den werde ich bestimmt irgendeinem anderen Hund verschenken oder auch nicht. Hier habe ich letztens erst auch wieder was vom Rind. Ich weiß leider nicht mehr, was es genau ist. Aber es ist auch irgendwas Luftgetrocknetes. Vielleicht wisst ihr das ja auch. Könnt ihr mal in die Kommentare schauen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das mag Phoebe so lala. Macht aber auch echt Dreck, weil es splittert ohne Ende. Aber kam ganz gut an. Dann haben wir auch viel von diesem Zeugs hier ausprobiert. Das findet sie eigentlich so. So lala, das findet sie ganz gut, weil da Hähnchen drin ist, aber es ist eben auch wieder so ein Abfallzeugs und auch, glaube ich, wieder Rinderhaut und deswegen werden wir das nicht mehr kaufen, aber sie fand es ganz okay. Dann habe ich persönlich was ganz, ganz Tolles in diesem schönen Laden hier gefunden und zwar ist es komplett getrocknetes Hühnerfilet. Also da ist nichts dran, das ist wirklich ein ganzes Filet, so wie wir es ja auch essen, nur getrocknet. Ich fand es super, super toll und dachte mir, das ist das Perfekte für Phoebe, dass sie da auch ein bisschen länger drauf nagen kann. Ich glaube, es ist Phoebe wieder zu fest. Sie fand es jetzt irgendwie nicht so toll oder es riecht zu schwach. Aber auf der anderen Seite habe ich es tatsächlich geschafft, dass sie eins zur Hälfte gefestigt hat. Also wenn man sie so ein bisschen animiert, da könnt ihr auch mal ein Video einblenden, das ist total lustig. Dann geht's. Also wenn man so ein bisschen mit ihr spielt und sie so jagen kann, verfestigt sie es gerne mal, es krümelt aber auch sehr und kann ich eben mit einem guten Gewissen ihr verfüttern. Ist natürlich reines Fleisch. Wir hatten schon mal die Situation, dass sie an einem Tag zu viel Fleisch, also zu viele Proteine gegessen hat und am Tag drauf hat sie gespuckt ohne Ende. Und da hat sie dann ein paar Kohlenhydrate zusätzlich bekommen müssen und dann war wieder alles gut, aber es ist halt ein riesen Klotz Fleisch. Jetzt sehe ich das nämlich gerade hier noch auf dem Boden liegen. Auch eine Sache gefunden, die sie ganz, ganz toll findet. Wo ist mal schnell? So, und zwar ist es dieser Kaukäse. Den haben wir einfach mal an der Kasse mitgenommen. Sie findet ihn tatsächlich, also überraschenderweise, echt cool. Sie hat einen schon sogar ganz gefäschbart. Aber ich muss dazu sagen, dass ich da ein bisschen noch skeptisch bin, weil es macht Schläge, wenn die da drauf kaut. Also es ist eigentlich so wie mein verpöntes Geweih, das ja auch als Nagelartikel verkauft wird, was viel zu fest ist. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das so gut ist. Aber sie mag es wirklich gerne. Aber ihr könnt auch gerne mal da eure Meinungen dazu schreiben, weil ich bin, wie gesagt, ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht konnte ich euch so ein bisschen einen Einblick geben, was ihr vielleicht mal testen könnt mit eurem Hund, vor allem mit eurem Havaneser, weil ich finde, es ist nochmal was ganz anderes, ob der Hund groß ist oder klein ist. Vor allem würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn das Video euch gefallen hat, dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntagnachmittag und einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!